Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Amor4 Computer. Letzte Woche ging es ja um die Hardware, die ich in meinem neuen Rechner verbauen will. Da hat sich nochmal ein bisschen was geändert. Ich würde sagen, bevor ich da jetzt wieder die Änderungen euch erkläre oder euch jetzt jedes Mal Änderungen erklären muss, würde ich sagen, schieben wir alles, was die Hardware betrifft, einfach mal so ein bisschen auf die Seite. Und ich präsentiere dann die komplette Hardware, wenn sie zum einen geliefert ist und spätestens, wenn alles eingebaut ist. Ich kann euch dann auch noch eine Auflistung geben, was für Software ich alles denn installiert habe, wenn es denn gewünscht ist. Und ich würde sagen, ich hatte letzte Woche angekündigt, es soll heute ein bisschen so darum gehen, wie bereite ich den Umzug vor. Also heute mal so, wie kann ich meine Programme sichern, dass ich die relativ schnell wieder installieren kann. Ich habe mir da so eine kleine Idee ausgedacht, oder ich weiß nicht, ob die jemand anderes benutzt, sagen wir es so. Und ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt einfach mal nach dem Intro und ich würde sagen, viel Spaß damit. Bis gleich. So, zurück an unserem Rechner. Wir sollten uns erstmal einen Ordner anlegen, in den wir die ganzen Daten speichern können. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Installation. Können den ganzen dann aufmachen. So, als zweites gibt es ja unter Windows in der Systemsteuerung den Programme und Features Ordner. Gehen dazu in die rechte Bildschirmseite, gehen auf Einstellungen, Systemsteuerung. Alternativ auch Windows und i, Systemsteuerung. Und gehen dann jetzt hier auf Programme und Features. So, wir sehen jetzt hier schon eine lange Liste. Wer es genau wissen will, es sind genau 245 Programme, die ich hier auf meinem Rechner installiert habe. Ich gehe das meistens dann so durch, wenn ich Rechner umziehe, so okay, also ne, geht das Ganze dann einfach durch, so Abletten, habe ich gerade keine Ahnung, was das ist, gehe ich weiter, Acrobat DC, okay, das sollte ich eh installieren, soll ich eh die neueste Version installieren, dann gehe ich weiter, Adobe Acrobat Reader, okay, wie gesagt, das gehört eigentlich zur Grundausstattung von dem PC, deswegen gehe ich da jetzt fort. Ich brauche After Effects zum Beispiel oder hier, ihr seht, ich habe ja das CS-Paket und ich will da hier nichts löschen. zum Beispiel, ich brauche Audacity. Dann gehe ich hier einfach in meinen Browser, suche dann zum Beispiel nach Audacity. Und lade mir die Version runter. Jetzt habe ich die schon zweimal runtergeladen, das war vielleicht ein bisschen fail. Und kann die dann hier mit Drag and Drop zum Beispiel reinziehen. Jetzt habe ich Audacity und so kann ich mit den ganzen Programmen durchgehen, die es frei im Internet gibt. Und ansonsten zum Beispiel hier meine Adobe-Pakete, da müsste ich dann halt gucken, wo habe ich denn die Installationsdatei abgelegt. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen, ich habe nämlich schon mal ein bisschen größeres Installationsverzeichnis angelegt. Hier wäre dann zum Beispiel der VLC Media Player drin, hier sind dann Tools drin, die man so brauchen kann. Rainmeter habe ich hier zum Beispiel und auch dann hier die ganzen Skins für Rainmeter, dann so ein Auto-Log-On-Skript, dass man automatisch angemeldet wird. Hier ein paar Netzwerk-Tools, die man braucht, so ein bisschen so Office-mäßig. Hier ist jetzt auch zum Beispiel mein Creative Cloud Setup, das ich ja auf jeden Fall wieder brauche. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich ein sogenanntes, eine Textdatei erstellt und da guckt, sich vielleicht nur die E-Mail-Adressen zu dem jeweiligen Programm notiert, also
Ich spreche jetzt von sowas Produkt Account, nee, Account Key, Account, dass ihr denn hier zum Beispiel reinschreibt, Adobe CC für die Creative Cloud, Key ist das und Account ist zum Beispiel das Passwort würde ich vielleicht nicht im Klartext hinschreiben, so aus Sicherheitsgründen. Und so könnt ihr dann durchgehen, weil dann könnt ihr die Programme der Reihe nach einfach wieder installieren und habt dann auch gleich eure Produkte im Überblick. Ihr könnt dann klar jetzt so vorgehen, wenn ihr jetzt hier euch das Adobe notiert habt und das Paket auch, also das Installationspaket abgelegt habt, die Setup.exe, dann könnt ihr das Produkt theoretisch auch von eurem alten Rechner löschen, weil dann seht ihr, welche Produkte sind hier noch drin und welche muss ich noch übernehmen. Das soll es also als kleine weitere Info sein, wie ich meinen PC umziehen werde. Und ich würde sagen, ja, wenn ihr vielleicht noch andere Ideen habt zum Umzug, vielleicht gibt es auch irgendein Programm, mit dem man das Ganze vielleicht automatisieren kann. Ich finde, das ist für mich die beste Lösung, weil so kann ich auch ein bisschen ausmischen, weil ich werde bestimmt nicht alle 245 Programme wieder übernehmen müssen. Zum Beispiel, ich habe hier irgendwo noch den BlueStacks App Player. Der ärgert mich jedes Mal beim Starten mit Updates in letzter Zeit und ich glaube nicht, dass ich den wieder installieren werde. Und ja, so mistet man aus. Und was na klar auch noch, wenn man schon bei den Produkten ist, so noch zum Schluss zu sagen ist, es wäre vielleicht nicht schlecht, sich auch vielleicht die ein oder andere Konfigurationsdatei von dem Programm zu exportieren, weil sonst fehlen halt nachher alle Einstellungen, die man vorgenommen hat. Ich sehe hier gerade leider kein Produkt so auf die Schnelle, aber ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist. Und nächste Woche wird es dann, wenn genug Fragen dazu zusammenkommen, ich werde auch Fragen aus den letzten Videos berücksichtigen, so ein kleines FAQ zu dem PC geben oder auch generell zu anderen Fragen. Ich muss hier nämlich noch ein bisschen Puffer einbauen, weil ich nur nicht weiß, wie schnell der Rechner da ist, um euch die Hardware präsentieren zu können. Deswegen nächste Woche ein FAQ über den Rechner. Ihr könnt mir da jetzt ruhig Fragen wie blöd unten reinballern. Je mehr Fragen, desto mehr Auswahl habe ich, ist klar. Und ich würde sagen, das soll es dann mit dem Video gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Aber4Computer Team. Tschüss.